Es gibt Muss-Versicherung, es gibt Kann-Versicherung und es gibt Bullshit-Versicherung. Heute die vier wichtigsten Versicherungen erklärt in 5 Minuten. Servus und hallo bei Versicherung mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian Kunkel und die erste der Muss-Versicherungen, das heißt, die deine Existenz absichern, ist natürlich deine Krankenversicherung. Dabei ist egal, ob die privat oder gesetzlich ist. Immer dann, wenn Krankheitskosten entstehen bei dir, zum Beispiel durch einen Unfall, durch einen ganz normalen Arztbesuch, durch eine Kontrolle, durch eine Operation, die ansteht, werden diese Kosten von deiner Krankenversicherung meist zu 100% übernommen und da sorgt die eben dafür, dass du nicht auf diesen Kosten sitzen bleibst und deine Existenz eventuell bedroht wird, weil solche Kosten ja auch teilweise explodieren können. Das gehen in viele tausende Euro je nach Behandlung und dahingehend bist du eben abgesichert. Diese Versicherung ist in Deutschland auch Pflicht, die muss jeder haben. Platz 2 der wichtigsten Versicherungen überhaupt ist ganz klar die Haftpflichtversicherung. Die ist dafür da, wenn du einem Dritten einen Schaden zufügst, sei es ein Personenschaden, sei es du beschädigst das Eigentum einer anderen Person oder sorgst vielleicht sogar für einen Vermögensschaden, dann greift deine Haftpflichtversicherung, immer natürlich vorausgesetzt, das war nicht in Verbindung mit einer Straftat oder war vielleicht sogar vorsätzlich von dir, dann leistet die natürlich nicht. Hier sind die Summen eben auch wirklich hoch angesetzt. Es geht in die Millionen, die da meist abgesichert sind. Das hat auch einen guten Grund, denn solche Schäden, vor allem Personenschäden, können wirklich diese Dimension annehmen. Jetzt ist es ganz wichtig, viele rennen da draußen noch ohne Haftpflichtversicherung rum. Gerätst du an so einen und der muss dir einen Schaden ersetzen, hat aber keine Haftpflichtversicherung, dann ist es wichtig, dass deine eigene Haftpflichtversicherung eine sogenannte Schadensausfalldeckung mit drin hat. Dann greift nämlich in solchen Fällen deine eigene Haftpflicht. So eine gute Haftpflicht kostet zwischen 50 und 70 Euro im Jahr, die sollte wirklich jeder haben. Auf dem 3. Platz der wichtigsten Versicherung ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Hierzu habe ich ja schon ein ausführliches Video gemacht. Wenn du das noch nicht gesehen hast, schau es dir unbedingt an, verlinke ich hier gerade nochmal. Hier gehe ich im Detail auf diese Versicherung ein, warum die so wichtig ist und vor allem auf was du achten musst. Warum ist sie denn so wichtig? Ganz einfach, du kannst im Leben alles irgendwie verlieren, dein Auto, dein Haus, komplett egal. Solange du aber arbeiten kannst, kannst du dir sowas immer wieder aufbauen. Kannst du aber nicht mehr arbeiten, das heißt, kannst du kein Einkommen mehr generieren, kannst du dir solche Sachen eben auch nicht mehr aufbauen. Und die Berufsunfähigkeitsversicherung greift eben genau da. Kannst du deinen Beruf aufgrund von Unfall oder Krankheit nicht mehr ausüben, bekommst du darüber trotzdem weiterhin ein monatliches Einkommen, kannst dein Leben weiterhin in Würde führen. Und es ist aber so, dass trotzdem viele Menschen keine Berufsunfähigkeitsversicherung haben, denn da ist es viel wichtiger, dass das Auto bis zum Limit abgesichert ist. Ne? Vollkasko, volles Rohr, 100 Euro zahlen die da im Monat oder mehr, das ist vollkommen okay. Oder holen sich sogar eine Handyversicherung. Mein Handy ist ja so immens wichtig, aber da fehlt ein bisschen der Gedankensprung dahin, dass eigentlich der hier, der Körper, wenn der nicht mehr kann, eigentlich alles andere unwichtig ist. Das heißt, die Absicherung auf dem 3. Platz, absolut wichtig, Berufsunfähigkeit. Und die Nummer 4 der wichtigsten Versicherungen ist die reine Risikolebensversicherung. Die ist allerdings nur situationsbedingt wichtig. Das heißt, wenn ihr Eltern seid, Vater oder Mutter, oder ihr seid Häuslebauer, dann ist die wirklich enorm wichtig. Denn dadurch stellt ihr sicher, dass neben einem emotionalen Schaden, das heißt, wenn ihr sterben solltet, für die Hinterbliebenen kein finanzieller Schaden mit dazukommt. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ihr zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus finanziert und dann passiert euch was, dass dann eben finanziell das Ganze abgesichert ist und die Bank da weiterhin das Geld bekommt und eure Hinterbliebenen hier keine finanziellen Probleme bekommen. Oder eben auch, dass zum Beispiel dann die Ausbildung von Kind gesichert ist, dass das kein Problem wird, finanziell gesehen. Jetzt ist aber auch hier wichtig, dass man wirklich beide Elternteile, dass man wirklich guckt, dass man beide hier absichert, denn man denkt immer, ja, nur der Hauptverdiener ist hier wichtig, aber stellt euch nur mal vor, jetzt würde eure Frau, die ist vielleicht nur zu Hause bei den Kindern und der würde was passieren, ihr wollt ja dann weiter arbeiten und dann braucht ihr aber noch weitere finanzielle Mittel, die zum Beispiel das Kind betreuen in der Zeit, wo ihr arbeitet, weil ihr könnt ja dann nicht auf einmal zu Hause bleiben, das wird manchmal immer vergessen, deswegen sollte für beide Elternteile hier eine Vorsorge getroffen werden, wenn denn dieses Risiko besteht. Wenn ihr Single seid zum Beispiel, dann habt ihr das Risiko an sich nicht mit hinterbliebenen Versorgung, dann braucht ihr auch keine Risikolebensversicherung. Das waren die 4 wichtigsten Versicherungen erklärt in 5 Minuten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich wieder über einen Daumen hoch dafür. Ansonsten sehen wir uns auf Facebook, in unserer Facebook-Gruppe, auf Instagram oder ganz einfach im nächsten Video. Bis dahin, Servus und mach's gut!